Bayern ist Wolfsburgs Chance. Maga Zwölfe auf dem Sprung. Wir wollen natürlich in Cottbus gewinnen. Ein Sieg heute. Dann könnte man den Wolfsburgern zur Meisterschaft schon gratulieren. Der Beutezug der Wölfe. Jetzt im DSF Supersonntag. Altintop war der Mann des Tages. Gestern in der Münchner Allianz Arena nach Schalker Ecke traf er zum Siegtreffer für Königsblau und mitten ins Herz der Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters, der Verantwortlichen vom FC Bayern München. Und das Ganze eröffnet dem VfL Wolfsburg heute in Cottbus eine Riesenchance. Das zeigt nochmal der Blick auf die Tabelle. Denn sollte die Mannschaft von Felix Magath heute in Cottbus in der Lausitz gewinnen, dann käme man auf 60 Zähler, hätte 5 Punkte Vorsprung vor Hertha BSC Berlin und 6 Zähler vor den Bayern, 6 Zähler vor dem VfB Stuttgart und ebenfalls 6 Punkte Vorsprung vor dem Hamburger SV. Also eine Riesenchance und das wäre dann sicherlich ein Riesenschritt in Richtung Deutsche Meisterschaft. Das ist das übergeordnete Ziel. Aber Jörg Dahlmann, einige in Wolfsburg haben noch andere Ambitionen. Wolfsburgs Superstar Graffiti ist abergläubisch. Er hüpft 1, 2, 3 Mal auf dem Platz. 22 Tore hat er schon. Die 23 ist seine Lieblingszahl. Naja, fehlt noch ein Türchen zu Tor Nummer 23. Schiri heute Dr. Fleischer. Ja, ja, den kennt Magath sehr gut. Dr. Fleischer schickte ihn vor 5 Monaten gegen Stuttgart vom Platz, weil Magath die Schiri-Leistung unter aller Sau bezeichnet hatte. Magath musste daraufhin mehrfach zum DFB, weil er die Geldstrafe nicht akzeptiert hatte. Heute erstes Wiedersehen zwischen Magath und Fleischer. Ob das gut geht? Spielvorbereitung. Graffite und Sturmpartner Dzeko. Und dann geht's ab. Wolfsburg in Grün zum 5. Mal in Folge mit unveränderter Startelf. Das ist Schäfer. Misimovic, Dzeko, Abseitspfiff von Dr. Fleischer, Schiri Assi. Borsch hatte sich verguckt. Kein Abseits war's. Das geht ja schon mal heiter los. Na Logo, Felix Magath wurde schon in Minute 2 vorstellig beim 4. Unparteiischen Sascha Thielert. Das heißt, er ließ den 4. Referee zu sich kommen. vierzehn Minuten gespielt, Gentner. Misimovic. Schäfer. Gegen Rost, gegen Pavicevic, setzt sich durch, Tremmel, mäßige Abwehr zu Graffite. Erste Torchance des Torjägers. Das war klasse gemacht von Nationalspieler Marcel Schäfer, der sich trotz Doppelung durchsetzt. Und Tremmels verunglückte Abwehr nimmt der Brasilianer mit Risiko. Magath, Hollerbach, Eichkorn, die leidenden Spitzenreiter. Der VfL Wolfsburg spielerisch anfangs deutlich überlegen. Kardasch, der Türke, Abspielfehler, Misimovic, Graffite zu Dzeko. Der Pass war nicht so gut. Dzeko hat viel Zeit. Graffite, Misimovic und wieder Graffite. Dickste Chance bislang durch den Mann, der sich hier bückt. Ein Tremmel, der Rotschopf außer sich. Aber gut gehalten von ihm. Nochmal Fehler zwischen Kardasch und Skela. Die Wolfsburger hätten hier mehr aus der Szene machen müssen. Graffite hätte einfach links zum Nachbarn Misimovic rausspielen müssen. Stattdessen zu Dzeko. Dann Cottbus viel zu passiv. Misimovic hier klasse gemacht. Tremmel und Graffite. Co-Trainer Hollerbach warf vor Wut seine Notizen weg. Persönliches Pech. Er musste sie wieder aufheben. 20. Minute. Energie kam noch nicht zurecht in Schwung. Zeigte noch zu viel Respekt. Iliev. Der ist stark, der Iliev. Skela. Erster Warnschuss für Benaglio. Eine Viertelstunde danach gestand nichts unter den Augen von Ex-Trainer Ede Geier. Wir springen in die 34. Minute. Cottbus kam nun etwas besser ins Spiel. Vor allem über links. Ziebig und Iliev im Zusammenspiel. Erwin Skela.
und beinahe ein Heber mit Erfolg. Da lacht er. Von Graffite und Co. war schon lange nichts mehr zu sehen, aber in dieser Szene Graffite gegen Kukielka. Gelb gab's von Schiri Dr. Fleischer. Graffites vierte insgesamt in dieser Saison. Eigentlich war es ein Allerwelts-Foul. Gelb war überzogen, wie ich finde. Aber wie empfand's Magath? Hob die Arme und dann lachte er. Er lachte über Dr. Fleischer und dachte wohl, diese Entscheidung war unter aller Sau. Denken darf er ja. Graffite. Gentner. Ross dazwischen. Josué gegen Kukielka. Plötzlich landet der Ball bei Dzeko. Dzeko, den macht er normalerweise. Heute aber schien irgendwie der Wurm drin zu sein. Josué, ein Pressschlag mit Kukielka und Dzeko dann gegen Pavicevic. Was für eine Chance. Holler, Bach und Eichkorn, die Co. springen auf. Schäfer bleibt sitzen. Er hat die meiste Erfahrung eben. Kopfschütteln muss trotzdem sein. 10 Siege in Folge für Wolfsburg, jetzt nur unentschieden. Phänomenale Serie, aber die gerät hier in Gefahr. Ziebig, Iliev, immer wieder über links. Und dann Kukielka, der Pole. So einen hätte wohl die einstige Torglatze reingemacht, nicht wahr, Vasile? Vasile Miriota. Pause. Prost. Zur zweiten Hälfte zwei neue Wolfsburger. Zaccardo und Dejaga für Gentner und Rieter. Das unterstreicht Magaths Unzufriedenheit. Nur ein Punkt heute und Hertha, Bayern, Stuttgart, Hamburg wären weiter dick im Meistergeschäft. Graffite, Kardas, was für ein Fehler, Graffite und Dzeko Tremmel pariert. Schon die zweite hundertprozentige für Edin Dzeko. Den hätte er reinmachen müssen, müssen, müssen. Nachschuss auch pariert von Deutschlands Nummer 1. So sehen ihn die Lausitzer. Und Graffite und Dzeko, das Traumduo, bislang ein laues Lüftchen von dem Sturm. Aber was für ein Fehler hier von Kardas, der Türke heute völlig verunsichert. Aber Dzeko, den muss er verwandeln. So, und jetzt wird's heikel, liebe Fernsehkommissare. 54. Minute. Bitte die Pupillen schärfen. Es gibt einen Zweikampf zwischen Zaccardo und Rangelov. Hier. Und die rote Fraktion meinte innerhalb, die grüne natürlich außerhalb. Was tun? Dr. Fleischer, Schritt zur Außenlinie. Freistoß, die Entscheidung. Basaldi meinte, das war eine Schwalbe. Eine Schwalbe war das. Dann Stress an der Seitenlinie. Der Schiri-Assi hatte nämlich außerhalb angezeigt. Lag er damit richtig? Werden wir gleich sehen. Also, Entscheidung gefallen. Wir blicken auf die Zeitlupen. Was war es denn nun? Klar, Rangelov suchte den Kontakt, aber Zaccardo ging blöde dahin. Ist selbst schuld, aber es war klar innerhalb des Strafraums, es hätte Elfmeter geben müssen. Ohne Wenn und Aber, Fehlentscheidung. Ist das das Glück, das du brauchst, um Meister zu werden? Dr. Fleischer, doch sein Freund? Kardas. Nicht sein Tag. Zwei Minuten später. Burka, diesmal von ihm ein Bolzen, ansonsten war er sehr gut. Wolfsburg irgendwie zu lässig. Zaccardo, Misimovic, Zaccardo, das war gut gespielt. Aber immer wieder Tremmel. Jetzt schon 62 Minuten vorbei und Tremmel immer noch ohne Gegentor. Angelov zu Rangelov gegen Schäfer. Nicht energisch eingegriffen. Zaccardo und Josué auch als Zuschauer. Cottbus beeindruckte, spielte hier mit, war Wolfsburg jetzt sogar überlegen.
De Jager. Zaccardo, Dzeko. Da fehlte irgendwie der Biss bei Wolfsburg. War das Hochnäsigkeit, Arroganz? Felix Magath jedenfalls extrem unzufrieden. Ja, ja, die Berliner und Bayern würden sich krank lachen über ein 0:0. Noch 18 Minuten, das 0:0, ein großer Erfolg für Energie. Vielleicht geht da noch mehr. Hier ist es Kela und Iliev. Iliev setzt sich durch. Und da ist Rangelow. Jetzt brechen hier die Dämme. Die Bundesliga steht Kopf. Der große Außenseiter liegt hier in Führung. Aufgrund der besseren Einstellung gar nicht mal unverdient. Und wie einfach hier Skela und Iliev, Pekarik und Misimovic austanzen. Die Wolfsburger halbherzig. Auch Basalji wie eine Balletttänzerin gegen Rangelow. Dimitar Rangelow hat jetzt in der Energiehistorie die 15 Bundesliga-Ligatore von Miriuta eingestellt. Felix Magath zappelte nervös. Er sah das Unheil kommen. Sein rechter Fuß zuckte. Hier, aber da war schon zu spät. Werden am Ende diese Punkte von Cottbus den Wolfsburgern fehlen? Eine Minute später, schon die Antwort. Graffite. De Jager. Sieht Zaccardo. Tremmel überragend. Dann waren noch 6 Minuten zu spielen. Die Überraschung rückte hier immer näher. Bayern und Klinsmann zitterten jetzt mit im fernen München. Mit Energie. Misimovic, er noch Wolfsburgs Bester. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Felix Magath heiße. 86. Minute. Rangelow gegen Simonek und De Jager. Wieder nur halbherzig die Wolfsburger. Sörensen, der kam für Angelow ins Spiel. Pass zu Skela und der macht den Deckel drauf. Riesenjubel in Cottbus, in Berlin, in München, in Stuttgart, in Hamburg. Meisterkampf wieder offen, der Osten außer Rand und Band. Männer in kurzen Hosen liegen übereinander, der Lausitz-Sandwich. Sörensens erste Torvorlage. Skela seit 12 Spielen ohne Tor, jetzt nicht mehr. Unglaublich schwaches Abwehrverhalten von Simonek und De Jager. Dann von Zaccardo. Dann von Basalji und von Schäfer, Wolfsburgs Zuschauer. Und Felix Magath, ist das etwa der Wendepunkt? Bricht Wolfsburg ein wie vor 2 Jahren Schalke? In der Nachspielzeit gab es noch einen Pfostenschuss von Misimovic, aber er wäre zu spät gewesen. Was für eine bittere Pille für Wolfsburg. Jetzt spielen die Nerven beim VfL mit, vielleicht. Aber mit dem Bild des Tages, dem Lausitz-Sandwich, Glück hoch 3 in die Interviews von Felix Schwadorf. Hat die Mannschaft den Liebesentzug gebraucht von den Fans? Ja, was heißt gebraucht? Wie gesagt, wir waren alle einig, dass wir so ein Spiel in Schalke, wir dürfen nicht so oft wiederholen, ja, weil wir haben überhaupt gar keine Chance, wenn wir wissen schon, dass wir uns nur über Leidenschaft und Herz und Zweikampfstärke im Spiel kommen müssen. Und das haben wir in Schalke alles vermisst. Und dann sieht er auch so da außen, dass man auch nicht läuft und nicht kämpft. Aber wie gesagt, wenn man auch 4 Stück auf Schalke kriegt und dann die ganze Woche dann über diese Dinge spricht, dann das war mir sowas von klar heute, dass wir ein sehr gutes Spiel machen, aber dass wir auch gewinnen. Und im Spiel spürt man das von erster Minute. Und wir waren, wie gesagt, von der ersten Minute bis zum letzten Minute. Wir wollen unbedingt das zeigen, allen Leute hier im Stadion zeigen, dass wir noch leben. Und wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist es alles möglich. Steffen Heidrich, Ihr Manager, hat gesagt, die Bayern brauchen keine Wurstpakete zu schicken. Erwarten Sie jetzt trotzdem so eine Art Dankeschön von den Bayern? Nee, gar nicht. Wir haben sie ja, ich glaube, nächste Heimspiel sind sie selber hier. Letztes Jahr haben wir hier auch eine Sensation geschafft und wir haben hier nichts zu verschenken und wir wollen auch niemanden zum Meister machen, das müssen sie sich alle selber erarbeiten. Für uns geht es um Nichtabstieg und da wird es Bayern auch sehr schwer haben hier. In Wolfsburg Enttäuschung pur, die Superserie gerissen. Felix Magath, 10 Siege in Serie und dann holt man beim Tabellenvorletzten nicht mal einen Unentschieden. Wie kann das gehen?
so wie wir das heute gesehen haben, indem man große Chancen, die man sich erspielt, nicht nutzt und dann halt auch mal einen Fehler hinten macht und dadurch ein Gegentor bekommt. Hat die Mannschaft eine Vorentscheidung für die deutsche Meisterschaft heute verpasst? Darum geht es gar nicht. Wir reden gar nicht von der Meisterschaft. Ich denke, wir haben diesen Schritt verpasst, uns ein bisschen abzusetzen, was Platz 6 angeht, also sprich nicht internationalen Wettbewerb. Und ja, es ist alles enger zusammengerückt und ja, wird die Woche, die letzten Wochen natürlich nicht einfacher. Aber es muss sehr ärgerlich sein. Sie hätten 5 Punkte Vorsprung haben können auf den zweiten. Ich denke, klar ist es ärgerlich. Jede Niederlage ist ärgerlich und die heute umso bitterer, weil sie unnötig war. Reden Sie ernsthaft noch vom 5. Platz? Ja, sonst hätten wir, denke ich, gewonnen heute, wenn wir über was anderes reden würden. Höre ich das richtig raus? Sie haben das klare Verbot, das Wort Meisterschaft in den Mund zu nehmen? Wieso Verbot? Wir können uns dahingehend äußern. Bloß es haben schon viele Mannschaften gemacht, über die Meisterschaft geredet und sind dann eines Besseren belehrt worden. Und dem wollen wir entgegenwirken und eben nicht so sein. Und wir hatten eine klare Zielsetzung von Anfang an und die werden wir nicht ändern. Cottbus feierte den großartigen Sprung auf Platz 15 mit fast kindlichen Freuden. Huckepack. Währenddessen bleibt Felix Magger zwar Spitzenreiter mit 2 Punkten Vorsprung, aber die Big Points wurden verpasst. Selbst Bayern und Klinsmann bleiben im Geschäft. Aber die müssen ja in 2 Wochen nach Cottbus. Erwin Skehler und Cottbusser Jubel nach dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Befreiungsschlag will ich nicht sagen für Energie im Kampf um den Klassenerhalt, aber sie sind erstmal weg von den Abstiegsplätzen, weg vom Relegationsplatz. Und auf der anderen Seite der VfL Wolfsburg, was ist nicht alles gesprochen worden gestern nach Schalkes Sieg in der Allianz Arena in München. Die Bayern sind weg, die haben keine Chance mehr. Und jetzt sind sie doch nur 3 Punkte weiterhin hinter dem VfL Wolfsburg. Und Wolfsburg bleibt natürlich an erster Position, 2 Punkte Vorsprung jetzt auf Hertha BSC Berlin. Die sind auf einmal wieder Zweiter. Nächste Woche müssen die zum HSV. Die Bayern punktgleich auf 3 mit Stuttgart und Hamburg. Wobei man sagen muss, der VfB auf Platz 4, die haben jetzt 54 Punkte geholt. Das ist mehr als in der kompletten letzten Saison. Hamburg rutscht ein bisschen ab und Andi Müller wird es natürlich interessieren. Schalke und der BVB gewinnen ja beide regelmäßig in letzter Zeit, aber sie kommen nicht so richtig von der Stelle. Schauen wir uns noch die zweite Hälfte an, liebe Zuschauer, und sehen natürlich, der Abstiegskampf, der ist brutal spannend. Cottbus hat es durch den Sieg geschafft, zum ersten Mal über dem Strich zu sein. Bielefeld jetzt auf dem Relegationsplatz und Gladbach rutscht zum ersten Mal wieder auf einen Abstiegsplatz. Und dann haben wir noch den KSC. Nach 9 Spielen gab es wieder einen Sieg durch dieses Tor von Matthias Langkamp. Gucken Sie sich das mal an. Super Grätsche, habe ich früher auch nicht besser machen können. René Adler guckt ein bisschen verdutzt und natürlich war der Jubel entsprechend groß. Nächste Woche, so will es der Spielplan, gibt es dennoch den Abstiegsknaller KSC gegen Cottbus.